Hallo Leute, Kaito Darko hier mit einem neuen Indie-Horror-Game und zwar I'm Here ist, ich habe mich ein bisschen an Suicide Mouse erinnert, wenn ich ganz ehrlich bin. Das liegt daran, weil man schaut einen Fernseher, beziehungsweise ein Fernsehprogramm und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über dieses Game. Ich habe mich ein ganz klein wenig schlau gemacht über dieses Game und zwar muss man tatsächlich, ich habe herausgefunden, wie es funktioniert, wenn diese Bildschirm flackert, anfängt zu flackern, muss man die Augen zumachen. Das ist, man hat, glaube ich, 3 TV-Sessions oder sowas und die muss man irgendwie überleben. Ich weiß nicht so genau, wie die auf diese lustige Idee gekommen sind oder wer auf diese lustige Idee gekommen ist. Und ich dachte mir, das ist super, das ist perfekt, das musst du machen, das wird Jumpscares geben ohne Ende. Und legen wir los. Gut, loading. Okay, loading. Okay, gut. Genau das dachte ich mir. So, ich muss jetzt aufpassen, wenn der Bildschirm anfängt zu flackern, dann muss ich schnell die Space-Taste drücken, damit die, Augen geschlossen werden. Gott, das ist hypnotisch gerade, das ist übel hypnotisch. Ich glaube, das ist mit Absicht so. Aber man muss 5 Minuten überleben pro Session, also das sind insgesamt 15 Minuten, wenn man es in einem Rutsch durchschafft. Okay. Ich muss mir da aufpassen. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Weil die Blinkleiste sozusagen geht natürlich dann auch runter. Und auf die muss ich ein bisschen Acht geben, dass ich nicht zu viel blinke. Und ich hatte natürlich das Timing überhaupt nicht drauf, weil ich spiele das zum ersten Mal. Und ich dachte mir, weil mich das sehr an Suicide Mouse erinnert hat, übel krass, wirklich. Habe ich mir gedacht, spiel den Cheat mal. Oh, diese Geräusche geben mir gerade. Hopp! Oh, nee, ist schon. Oh Gott, das. Da kriege ich schon gerade so ein bisschen die Pumpe. Die läuft mir gerade, aber übel. Das klappt hier gar nicht. Ah. Das ist echt ein creepiger Pferd. Oh! Ja, okay, hab's. Gut. Das Game ist noch in einer ziemlich frühen Testphase, muss man dazu sagen. Also es ist noch nicht mal fertig. Aber an sich ist das Konzept ziemlich interessant. Das gab es zwar vorher schon mal. Das gab es, keine Ahnung, bei irgendeinem anderen Game habe ich das schon mal gesehen irgendwo. Und ich habe mir gedacht, wow, das könnte witzig werden. Auf jeden Fall, also 2 Minuten habe ich schon. Und gerade. Op. Okay, gut. Holy shit. Mann, diese Kamera, die steht gerade im Licht. Das geht mir gerade so auf den Keks. Die steht übel im Licht. Das nervt gerade voll. Wer kaut da eigentlich an den Fingernägeln im Hintergrund? Das klingt so, als ob die sich über die. Oh. Hat mir da gerade einer ins Ohr gehaucht oder sowas. Das klang gerade so. Holy shit. Jetzt komm ich schon! Ah, fuck, scheiße! Ah, nein! Okay, gut. Wir sind sicher. Noch sind wir sicher. Oh Gott. Starte ich, habe ich über eine Aufnahme gestartet? Ja, habe ich. Okay, ich dachte vorher, ich hätte eine Aufnahme nicht gestartet. Ah, scheiße! Ah, nein! Oh Gott. Also, das ist. 3 Minuten, ja, wundervoll! 3 Minuten! Okay, schönes Ding. Ich weiß nicht so genau, wie. Was für Jumpscares kommen. Ob das Nacht- oder beziehungsweise Fernsehsession abhängig ist oder so. Oder ob das irgendwie bestimmt ist, wie man. Ah, okay. Oder ob das irgendwie so random Jumpscares sind oder so. Weil es gibt hier Jumpscares, hundertprozentig. Wenn ich mich nicht richtig weggucke oder sowas, dann kommt der Jumpscare und. Also da wette ich 100 Pro, dass das passiert. So ein Schiss gerade. So ein Schiss, ey. Dieser Fernseher, Alter. Dieser Fernseher. Guckt euch immer die Augen an, Alter. Oh nein. Sowas von nein. Ich sag nein. Also dieses
dieses Konzept von diesem alten, klassischen Mickey-Maus-Film, hätte ich beinahe gesagt, oder der Disney-Film im Allgemeinen, es hat an sich in vielerlei Ebenen eigentlich auch was Creepiges, muss man dazu sagen. Also auf vielerlei Hinsicht haben diese Dinge irgendwas Creepiges an sich. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie cool, vor allem wenn man es auf so einem alten Fernseher oder so, wirklich auf diesen alten Fernseher oder sowas schaut, dann ist das schon was Interessantes, aber es hat auch was Gruseliges an sich, muss ich ganz ehrlich sagen. Der sowieso, der macht mir sowieso ein bisschen Angst, weil er dieses komische... Okay. Ich überlebe. Ich schaff die erste TV-Session, wenn ich gut bin. Wenn ich gut bin. 5 Minuten. Was? Ich hab 5 Minuten überlebt. It's time for sleep. Good night, my... Oh, wie bewege ich? Ah, okay. Nette Piano-Musik. Hallo. I'm here. Ja, das sehe ich. Wer bist du? Papi, bist du das? Loading. Okay, kann ich sehen. Oh, jetzt kommt ein Mickey TV-Spot tatsächlich aus den, Gut, dasselbe Prinzip. Das ist die dritte Session. Ich muss jetzt übel aufpassen, denke ich mal. Ich denke mal, die, Session wird jetzt schwieriger, vermutlich. Ich denke mal, die Session wird jetzt schwieriger, weil das erste war ja recht einfach. Aber ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass es schwieriger wird. Also, ich mache mir gerade schon ein bisschen Sorgen. Also, ohne Scheiße. Man fokussiert sich so krass darauf, dass das irgendwie anfängt zu, so eine Statik gibt oder sowas. Und man guckt wirklich die ganze Zeit drauf. Und wenn dann irgendwas passiert oder so, dann hat man den üblen Jumpscare seines Lebens. Also, ohne Witz. Dann fickt man so, keine Ahnung, so richtig das System irgendwie. Beziehungsweise das System fickt dich. Oder fickt deinen selbst. Ah ja, das ist, Ich weiß, kenne ich den alten Cartoon überhaupt? Das kommt mir so bekannt vor. Ich glaube, den kenne ich sogar. Und scheiß. Ah! Es gibt anscheinend einen kleinen Glitch oder Bug oder sowas. Anscheinend ist es so, wenn ich die Leertaste zum Blinken loslasse oder sowas und kurz festhalte, dann blinkt er trotzdem weiter. Also dann behält er die Augen trotzdem geschlossen. Ist mir gerade so aufgefallen. Aber jetzt gerade bin ich hier sehr interessiert. Also, ist es im Hintergrund... Oh. Im Hintergrund ist, in diesem Cartoon, ist ein Bild von Mickey. Also oben, das sieht man, wenn man so einen Bilderrahmen guckt im Hintergrund. Es sieht aus, als wäre das wirklich aus Suicide Maus oder sowas. Das hat mich schon sehr daran erinnert. Also ohne Witz. Das gerade ist wirklich ohne Scheiß. Keine Ahnung. Ist schon fast Suicide Maus Reloaded oder sowas, hab ich mir gesagt. Hopp. Das ist wirklich schon fast Suicide Maus Reloaded. Also, ich habe keine Ahnung, ich weiß beim besten Willen nicht, was überhaupt die Story ist hier. Warum schaue ich mir diese Fernsehsessions an? Warum tue ich das? Was ist der Grund, warum ich das tue? Also, ich scheine ja wohl ein Kind zu sein, scheinbar. Weil, hat man ja gesehen, nach der ersten Session, hieß es ja, es wird Zeit zum Schlafen oder sowas. Und, das war knapp. Ich muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen. Oh, fuck. Ah, okay. Passt. Und es kann sein, dass ich einfach nur ein neugieriges Kind bin, was einen alten Fernseher gefunden hat oder sowas. Und, ich gern wissen möchte, ob das Ding noch läuft. Und dann kommen diese Bilder. Und natürlich dann auch dieses komische Statik, was halt irgendwie einem ja früher schon viel Angst gemacht hat. Also mir persönlich hat das immer ziemlich Angst gemacht, diese Statik aus irgendwelchen Gründen, als ich noch ein Kind war. Dieses Bildflackern, das war dann schon ein bisschen was Gruseliges irgendwie. Es hat mich selbst dann auch so ein bisschen unwohl fühlen lassen, sag ich mal. Also ich kann mich da noch ziemlich gut dran erinnern, auf jeden Fall. Also das hat schon so ein bisschen so diese innere Spannung, könnte man sagen. Da hat schon diese innere Spannung drin, sag ich jetzt mal, die einen dazu bringt, dass man dieses Gefühl irgendwie kriegt, so ein bisschen unwohl zu haben.
Ah, ich bin ein bisschen. Ich bin gerade ein bisschen vorsichtig, weil ich jetzt die Blinkleiste. Die habe ich nicht mehr. Habe ich nicht mehr so viel. Oh. Holy. Holy. Holy moly. Ah, ho, 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 ho. Holy shit. Holy shit. Ich weiß nicht, wie lange der Delay ist, wie lange ich auf dieses Flackern, auf dieses. Auf diese Bildstatik schauen darf. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass man das scheinbar ein bisschen manipulieren kann, würde ich jetzt meiner sagen. Also man kann tatsächlich ein bisschen das Blinzeln manipulieren. So schaut es zumindest aus derzeitig. Und 4 Minuten, by the way. 4 Minuten die zweite Session. Es geht gut ab, Alter. Es geht gut ab. Einmal beim besten Willen, keine Ahnung, wie die nächste Session sein wird. Es soll angeblich sogar noch eine geheime Session geben. Hab ich gelesen in der Beschreibung des Entwicklers. Aber ich weiß es, wie gesagt, nicht. Upp. Okay, sehr gut. Holy shit, Alter, 4 Minuten. Ohne einen Jumpscare? Was geht ab? Kriege ich das hin ohne Jumpscare? Kriege ich das wirklich hin? Ich habe wirklich, wirklich ein bisschen Schiss. Also wirklich ohne Scheiß, dass ich hier... Was passiert? Also die Idee dieses Konzepts ist an sich gar nicht so verkehrt. Es ist halt nur ein bisschen langweilig, wenn man nur eine Sache zu tun hat, sozusagen. Man hat nur die Sache zu tun, dass man blinzeln muss. Das ist alles, was man zu tun hat. Der Rest ist egal. Oh, 5 Minuten hab's, oder? It's the time for sleep. Good night, Matcha. Genau. Oh. Bloody? Ist das Mutter? Mit I'm here? Ja, okay. Loading. Das ist nicht. What the fuck? Holy shit! Mickey, Minnie, are you okay? Shit. Okay. Das ist auf vielerlei Ebenen verstörend. Das ist wirklich auf vielerlei Ebenen verstörend. Und, übel Suicide Mouse, oder? Aber aufs übelste Suicide Mouse. Das ist so krass. Das ist... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, das ist so... Das wirkt auf verstörende Art und Weise hypnotisch. Ohne Scheiß, das wirkt auf eine verstörende Art und Weise hypnotisch. Ohne Witz. Konzentriert euch mal drauf, das ist... Ohne Scheiß, da dreht man durch. Oh. Was ist los? Was ist los, Bildflackern? Es ist... Wow. Das ist so krass, Alter. Das ist so heftig gerade. Das ist übel heftig. Ich begreif's nicht. Ich begreif es gerade wirklich nicht. Also dieses... Der Hintergrund der Geschichte ist gerade wirklich nicht offensichtlich. Überhaupt nicht. Der Hintergrund der Geschichte ist überhaupt nicht offensichtlich. Und das ist eigentlich was ziemlich Gutes. Ist eigentlich ziemlich interessant. Da werden sehr viele Fragen aufgeworfen, denke ich mal. Und werden auch welche bleiben, hundertprozentig. Aber das ist... Holy moly, das ist holy moly. Ohne Scheiß. 2 Minuten, okay. Ach, schau, wie es echt, ohne einen Jumpscare durchzukommen. Das wäre die Härte. Das wäre das erste Game, wo ich durchkomme, ohne einen Jumpscare durchzulassen. Das ist ohne Scheiß. Wäre mal was Neues. Okay, gut. Das ist... Oh, scheiße. Nein. Ah, okay, ist noch da. Okay. Gott, mir wird gerade sehr unwohl, so hier in der Brust, Alter. Das ist heftig. Wirklich heftig, der Scheiße. Das ist wirklich, wirklich heftig. Warum nimmt man das immer als creepigen Scheiß? Der Witz? Warum? Das ist schon krass. Ich weiß auch nicht, was ich denken soll davon. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ah, ist noch da. Okay. Ah! Scheiße. Hab ich zu... Oh, lass doch die Statik weg! Danke.
3 Minuten, verdammte Scheiße. 3 Minuten habe ich schon. 2 fehlen noch. 2 fehlen noch. Ich könnte es hinkriegen. Ich könnte es hinkriegen. Das ist so... Das ist so weird. Das ist so verstörend und weird. Auf vielen Ebenen. Oh, komm schon. Danke. Holy shit. Was? Wollt mich das gerade nur verarschen? Verarschen Sie mich nicht. Verarschen Sie mich nicht, Bob. Es hat gerade einen ziemlich interessanten, ich sag mal, Radius, wie es kommt. Es ist gerade eben kurz geblieben. Wirklich ganz, ganz kurz. Mit mich verarscht sozusagen. Ich hab das gerade so zufällig mitgekriegt. Oh fuck, 4 Minuten, oh meine Güte. Oh, holy shit, in der letzten Minute redet aber. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die letzte Minute dreht also mein Mund. Oh. Come on. Das ist schon übel, also das ist. Was ich sagen soll. Das ist richtig krass. Also das ist richtig krasser Shit ist das hier gerade. Holy moly, Alter, das ist. Was soll ich denken? Dieses Spiel bringt mich dazu, nicht zu wissen, was ich denken soll. Oder im Allgemeinen. Was? Sag mal, immer noch! Sag mal! Okay, Habers. Oh, der hat mir gerade lange gehalten. 5 Minuten, come on! It's time for sleep, good night, my child. Okay. Finde ich das... I'm here. What? War's das? Das war's oder wie jetzt? Ja, da steht Continue. Continue. Ah ne, ist dasselbe hier, oder? Wollen wir einen Jumpscare mal testen? Wollen wir einen Jumpscare aussetzen? Oh Gott! Ja, ist gut! Hab's kapiert! Meine Fresse! Ist gut? Ist okay? Holy Scheiße! Ist gut! Danke! Okay. Was wollt ihr hören, Leute? Was wollt ihr hören? Das war... I'm here! Das war I'm here! Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Das Konzept ist interessant, ohne Scheiß. Das Konzept ist interessant mit dem Augenschließen und nicht in den Fernseher starren und sowas. Und irgendwas davon hat mich an ein anderes Spiel erinnert, welches ich gerade nicht im Kopf habe, weil ich zu blöd bin, das zu überlegen. Aber hier war tatsächlich irgendwie auch die Story sehr, sehr im Hintergrund. Ich habe absolut nicht verstanden, was eigentlich passiert ist. Hat die Mutter den Vater umgebracht oder umgekehrt oder die haben sich beide gegenseitig umgebracht oder erst hat der Vater die Mutter umgebracht und dann hat der Vater sich selbst umgebracht oder ist irgendwas passiert, weil es sah so aus, als ob das Kind am Ende auf den Leichen der Eltern geschlafen hätte. Das ist der Punkt. Das ist das Wichtigste. Und das war eine Sache, wo ich mir dachte, hui, das ist, ja, schon krass. Das ist schon krass, muss man sagen. Also wirklich, ohne Scheiß. Okay, gut. Das war I Am Here. Ich bin Kaito Darko. Vielen Dank fürs Zusehen. Download-Link von dem Game in der Beschreibung. Vergesst das Abonnieren nicht, falls ihr das schon getan habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!